Wie kannst du dich und dein umgekipptes Kanu selbst retten? Ein schlauer Plan kann deine Fahrt sicherer machen. In diesem kurzen 2-Minuten-Tutorial zeigen wir dir eine einfache Technik zur Selbstrettung. Wir raten dir, immer Luftsäcke im Kanu zu haben. Mit diesen Luftsäcken schwimmt dein Kanu nach einem Kippen besser, nimmt weniger Wasser auf und macht die Bergung einfacher. Wenn dein Kanu gekippt ist, versuche dich in die Schutzposition zu begeben, indem du deinen Oberkörper nach vorne lehnst. In dieser Haltung wird ein möglicher Zusammenstoß mit Steinen von deinem Helm und nicht von deinem Gesicht abgefangen. Du wirst durch die Schwerkraft aus dem Kanu fallen. Nimm dir Zeit, zur Seite zu bewegen und an die Wasseroberfläche zu gelangen. Stelle sicher, dass du dein Paddel festhältst. Greife nach dem Rand des Kanus und strecke deinen Arm hoch. Wenn du das Kanu sofort zurückdrehst, gelangt kein weiteres Wasser hinein und es wird leichter zu handhaben sein. Stecke das Paddel ins Kanu, damit du die Schlaufe mit einer Hand greifen kannst, während du zum Ufer oder in ein Kehrwasser schwimmst. Stehe erst auf, wenn das Wasser knietief ist, da ein zu frühes Aufstehen zu Fußeinklemmungen führen kann. Übe diesen Ablauf vor deine eigene Sicherheit. Dadurch wirst du selbstbewusster und gerätst bei einem Kentern weniger leichten Stress oder Panik. Und natürlich ist die Eskimo-Rolle die beste Methode zur Selbstrettung. Viel Spaß beim Üben! Wir freuen uns darauf, dich bald persönlich in einem unserer Kurse begrüßen zu dürfen. Möge dein Kanu immer auf Kurs bleiben und dein Paddel-Abenteuer voll Lachen und Freude sein. Bis bald auf dem Wasser!